bei dich. Nur was mir meine Tochter verrät. Und ich verrate ihm alles. Das ist ja toll. Also, sind wir jetzt alle auf dem Weg nach... Wo genau geht's eigentlich? Ich weiß nicht. Wollen wir frühstücken? Eine Möglichkeit, sich etwas mehr kennenzulernen. Ich nehme an, Sie haben viele Fragen. Ich schon. Zuerst zu meiner Wohnung, Papa. Du glaubst nicht, was für eine Nacht wir hinter uns haben. Es war furchtbar. Ja, Ihre Tochter ist wirklich sehr flink mit dem Skalpell, Mr. Benoit. Ich bitte Sie, Bernie. Du hast mir nie erzählt, dass du schießen kannst. So, kann ich auch nicht. Das ist nicht daneben. Das war Absicht. Es gab eine Schießerei im Krankenhaus. Das ist eine lange Geschichte. Wir haben das ganze Wochenende Zeit. Eigentlich ist das wohl eher Schanz, lange Geschichte als meine. Da war so ein verrückter Junge, der Heroin ins Land schmuggeln wollte. Er ist von einem Auto angefahren worden. Einer der Heroinbeutel in seinem Magen ist geplatzt. Das haben wir aber erst erfahren, als es zu spät war. Und ich habe keinen Totenschein ausgestellt. Die Leiche kann nicht freigegeben werden. Tut mir leid, Papa. Henri, wir fahren wieder zum Krankenhaus. Ja, Sir. Ich fürchte, das Frühstück muss noch etwas warten. So wie all die interessanten Fragen. Was machst du denn hier? Ich hab zuerst gefragt. Also, Siva, wenn wir das genau nachprüfen würden, dann würdest du feststellen, dass wir gleichzeitig gefragt haben. Hm. Aber da meine Eltern einen Gentleman großgezogen haben und einen Killer, ich habe meine Rechner defragmentiert. Lügner. Hast du was von Tony gehört? Du kommst dann am Samstagmorgen ins Büro, weil du dich um Tony sorgst? Du warst die ganze Nacht hier. Sollte das eine Feststellung oder eine Frage sein? Eine Frage. Es klang aber nach einer Feststellung. Ist vielleicht eine Antwort. Ja, ich war die ganze Nacht hier. Und hast Rechner fragmentiert? Defragmentiert. Du musst echt mehr auf die Betonung achten, wenn du eine Frage stellst. Ich gebe dir ein Beispiel. Wieso sorgst du dich so um Tony? Er wollte sich gestern Abend mit uns in der Bar treffen. Er ist dort nicht aufgetaucht, hat nicht angerufen, er geht weder zu Hause ans Telefon noch an sein Handy. Hast du zufällig die Nummer von seinem zweiten Handy? Du meinst das für Privatgespräche? Ja. Nein. Gibbs war auch die ganze Nacht hier. Sind wir ein Team, Maggie? Morgen, Siva. Hast du an einem Samstagvormittag nichts besser?